Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit einem wirklich interessanten Gespräch, denn gleich telefoniere ich mit niemandem Geringeren als Katrin Göring-Eckardt. Sie war lange Bundestagspräsidentin und ist seit einigen Jahren Co-Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Vor ein paar Wochen ging es noch um Klimawandel, um Fridays for Future in Deutschland und seit neuestem nur noch um Corona. Und da dachte ich mir, ist mal eine grüne Spitzenpolitikerin ein super Gesprächspartner, wie es ihr damit geht. Und deswegen begrüße ich Sie jetzt ganz herzlich hier am Telefon. Katrin, ich darf dich duzen heute. Und dann für immer, ne? Ist klar. Dann für immer, ja, das ist schön. Ja, genau. Du bist Co-Fraktionsvorsitzender Grünen, Bündnis 90 Grünen im Bundestag. Wie verändert Corona das Leben einer Spitzenpolitikerin? Ich habe das jetzt extra so gemacht, dass ihr mich auf einem Sofa seht. Das ist jetzt nicht die übliche Art zu sitzen, auch nicht in diesen Corona-Zeiten. Ja. Aber es gehört irgendwie so dazu, dass man ab und an mal die Position wechseln muss. Und deswegen bin ich jetzt von meinem Aufbau mit irgendwie einer Staffelei, wo das iPad steht, von dem aus ich diese Videokonferenzen immer mache, einmal gewechselt nach nebenan aufs Sofa. Ich darf auch noch manchmal im Garten, aber viel mehr ist nicht. Und das ist schon krass für uns alle, glaube ich, dass dieses Begegnen fehlt, dass man dieses einmal kurz was absprechen fehlt. Und ich glaube, da geht es mir aber auch wie allen anderen Leuten. Ich merke nicht mehr automatisch, wie es meinem Gegenüber geht. Und das ist für alles, was man politisch entscheiden muss, natürlich auch Mist. Und es ist natürlich anstrengend, weil von morgens bis spätabends und trubelig und trotzdem, ja, also wenn du jetzt so ganz ehrlich, ich würde jetzt auch lieber regieren als nicht. Vor ein paar Wochen noch, ich sag mal Januar, Februar noch, war Klimawandel das Top-Thema. Und die Frage war, wann wird Robert Habeck Bundeskanzler? Oder Annalena Baerbock. Oder Annalena Baerbock, ja, wobei die Öffentlichkeit hat ja mehr diskutiert, wann Robert Habeck Bundeskanzler wird. Ja. Also nicht, dass das die einzige Option wäre. Ich habe auch hier Fragen die an dich, ob du eigentlich vorhast, zu kandidieren als Bundeskanzlerin. Kannst du das beantworten? Ob ich das vorhabe, zu kandidieren? Nee, habe ich nicht vor. Siehst du, haben wir die Zuschauerfrage auch schon. Das haben wir schon mal geklärt, genau. Ja. Also 25% waren es bei Forsa im Januar, Februar und jetzt sind es 15, also sogar hinter der SPD, das will ja heute was heißen. Deswegen wäre meine Frage an dich, sind die Grünen die Verliererinnen der Corona-Krise? Ja, wundern muss man sich ja bei der SPD, dass die nicht wirklich richtig zulegen, weil die regieren immerhin und haben einen der wichtigsten Minister, nämlich den Finanzminister, und einen anderen wichtigen Minister, nämlich den Arbeitsminister. Beide sind ja jetzt in diesen Zeiten wirklich systemrelevant, kann man nicht anders sagen. Ich mache das ja schon ein bisschen länger mit der Politik, also genau genommen seit Ende der 80er Jahre in der DDR. Und ich merke gerade so ein bisschen, auf der einen Seite hat so eine Situation für die Gesellschaft noch nie gegeben. Vielleicht ein bisschen im Herbst 89, als wir Ostdeutsche auch nicht wussten, wie das alles ausgehen würde und man irgendwie jeden Tag angefangen hat und dachte, das wird jetzt keine Politikerin-Antwort nach dem Motto, jetzt weicht sie aus, sondern ich will es nur, wir versuchen ein bisschen einzuordnen, weil das in einer Zeit, wo die Exekutive so wichtig ist, also die regieren, die jeden Tag irgendwas verkünden können, was sie tun, dass dann diejenigen, die das kommentieren und vielleicht auch die eine oder andere Idee einspeisen, erstmal sinken in den Umfragen, ist nicht erstaunlich. Ja, erstaunlich ist, dass wir immer noch deutlich zweistellig sind. Zur Erinnerung, wir sind mit 8,9% in den Bundestag eingezogen 2017. Und trotzdem wünsche ich mir natürlich was anderes und merke gerade, ich sitze hier in meinem Homeoffice auf dem Land, dass bei vielen Leuten gerade das Klimathema massiv zurückkommt, weil die Dürre ist da. Ja. Ich habe den Förster getroffen, der mir all die Bäume gezeigt hat, die eigentlich jetzt weg müssen, weil sie schon viel zu trocken sind, der Borkenkäfer kommt. Die Landwirtschaft hat ein Riesenproblem. Die Arten sterben übrigens auch weiter aus. Und insofern ist eher das Problem, was ich habe, also dass die Klimakrise weitergeht. Und das ist mir irgendwie gerade relevanter als unsere Umfragewerte, weil auch beides natürlich ein bisschen miteinander zusammenhängt. Und es ist natürlich auch jetzt in so einer Situation ja Unsicherheit. Und in der Unsicherheit hält man sich ja gerne an das Bewährte. Aber das, was jetzt gerade passiert, ist ja relativ radikal. Man hat ja, da ich mich mit regenerativen Energie, diesen Themen auch auf meinem Kanal beschäftige, im Vorfeld
immer mal wieder eben auch radikale Maßnahmen zum Klimawandel gefordert. Und da hieß es immer, geht nicht, kann man nicht machen, schlecht für die Wirtschaft. Und jetzt plötzlich ist einiges möglich, wo man sich verwundert die Augen reibt. Wird da mit zweierlei Maß gemessen bei Klimawandel und Pandemie? Und wenn ja, zu Recht? Na, zu Recht auf gar keinen Fall. Ich hatte heute ein Radiointerview und dann sagte der Moderator, wie das denn immer so ist, kurz vor den Nachrichten oder kurz vor Ende des Interviews, so, jetzt hätte ich gerne noch eine ganz kurze Antwort von Ihnen. Nervt es Sie eigentlich, dass bei der globalen Klimakrise sehr viel weniger entschieden gehandelt wird als bei der globalen Pandemie? Und dann habe ich gedacht, sehr kurze Antwort, da gibt es eigentlich nur eine sehr kurze Antwort, sie besteht aus zwei Buchstaben und heißt ja. Ist so. Ja. Und nein, das ist natürlich nicht gerechtfertigt. Die Klimakrise hat ja noch den Nachteil, dass wir trotz aller Bemühen nicht diesen einen Impfstoff finden werden, wo man einfach nur irgendwie mit einer Sache alles lösen kann. Wir haben aber einen Impfstoff, also wir wissen schon, was zu tun ist. So ist es nicht bei der Klimakrise. Und vor allen Dingen haben wir ja eine Chance, die wir jetzt nutzen können, auf jeden Fall in Deutschland, aber ich glaube auch darüber hinaus, nämlich, dass wir uns mal anschauen, wenn wir dann noch mehr Geld in die Hand nehmen und Konjunkturprogramme anschieben. Und daran wird ja nichts vorbeigehen, das ist ja ganz klar. Wir werden nicht mehr die Wirtschaftsleistung haben. Wir werden auch nicht Wachstum haben, sondern vielleicht sogar Negativwachstum. Ja. Und jetzt kann man sagen, oh Gott, das müssen wir irgendwie versuchen, alles abzufedern. Und ich bin dafür, ich bin nur nicht für irgendwie, sondern ich glaube, das passt am besten, wenn wir jetzt sagen, alles das, was wir tun, verbinden wir mit ökologischen Maßnahmen. Und deswegen haben wir gerade vorgeschlagen, dass wir den Strompreis radikal absenken, damit die Erneuerbaren eine radikale Chance haben, also über die EEG-Umlage. Okay. Weil das ist jetzt die Möglichkeit, wo man sagen kann, hey, wir fördern nichts mehr Fossiles, übrigens auch beim Auto. Also wenn jetzt die Autoindustrie wieder kommt und sagt, sie wären so wahnsinnig wichtig, und deswegen machen wir jetzt einfach mal so weiter wie vorher. Nein, machen wir nicht. Okay. Na klar ist die Autoindustrie wahnsinnig wichtig. Die Zulieferer bei mir in Thüringen ist ein extrem wichtiger Industriezweig. Und da kann man nicht einfach drüber hinwegsehen. Aber dann machen wir es doch jetzt bitte gleich richtig und produzieren jetzt bitte nicht wieder die Autos, die dann noch 10 Jahre auf der Straße sind, die wieder die falschen Autos sind. Wir brauchen einen Nachhaltigkeitsindex. Wir fördern nichts Fossiles mit dem Konjunkturprogramm. Ja. Sondern wir fördern Umwelttechnologien. Darf ich kurz zu den Ausdruck fangen, weil du das nicht so explizit gesagt hast? Ich bin ja Elektroautofahrer. Ist das das, was du meinst? Ich meine, die deutsche Automobilindustrie bewegt sich ja schon langsam in diese Richtung. Ganz toll. Ist das dann gut, oder? Ja, richtig. Wir brauchen die Elektroautos und wir haben uns überlegt, dass man wahrscheinlich nicht sagen kann, jetzt kaufen sich alle spontan Elektroautos, die sich neue Autos kaufen, weil so viel gibt es nicht auf dem Markt. Das wird auch nicht so schnell gehen. Aber man kann ja auch sagen, so ein Gutschein gilt dann halt 2 Jahre. Also bevor ich jetzt wieder einen Benziner oder einen Diesel kaufe, der dann wieder 10 Jahre fahren muss, bis er sich irgendwie amortisiert hat, dann warte ich doch jetzt lieber ein bisschen und kauft das Elektroauto halt ein bisschen später. Ja. Ich habe es nicht gesagt, warum, weil ich glaube, dass dieser Fokus nur auf dem Elektroauto, das ist so ein bisschen zu eng. Ja. Wir müssen ja uns anschauen, was wir sonst im Verkehr investieren, also wie wir das mit der Bahn machen. Ja. Wir werden die Lufthansa retten müssen. Wird die dann verstaatlicht? Nee, aber der Staat muss mitreden bei dem, was sie tun. Also die können sich jetzt nicht einfach weiterhin locker Dividenden auszahlen. Aber ich finde es ganz spannend, wenn man über Lufthansa jetzt redet und auch die Grünen sagen, natürlich müssen wir irgendwie auch weiterhin fliegen. Wir werden nicht, was weiß ich, nach Amerika, um zu feiern, dass Donald Trump nicht mehr Präsident ist. So werden wir nicht wahrscheinlich nicht anders machen können, als zu fliegen. Aber die Frage ist ja, werden auch da Umwelttechnologien gefördert? Und wir werden jetzt nicht emissionsfreies Kerosin ganz schnell haben. Ja. Aber trotzdem weiß ich, dass Airbus beispielsweise, anders als Boeing, schon lange daran arbeitet, andere Antriebstechnologien zu haben. Und daran, um da mitzureden und sich darüber Gedanken zu machen, das finde ich ist schon ein Punkt, den wir gut anstoßen können. Und wenn da Geld fließt, dann auch in solche Technologien und nicht in irgendwas anderes. Im Moment ist ja schon sehr stark, das wird ja diskutiert, werden eigentlich die Grundrechte gerade eingeschränkt, beschnitten und so weiter, ist das alles verfassungswidrig und so weiter. Denkst du, dass es in der Klimawandelfrage nötig wäre, entsprechend auch so zu handeln und auch Grundrechte einzuschränken, um dieses Ziel zu erreichen? Nee, das braucht man da nämlich nicht.
Weil darauf sind wir ja vorbereitet, wir haben die Instrumente und da brauchen wir keine Grundrechtseinschränkung. Wir müssen nicht, weiß ich nicht, den Leuten verbieten, Auto zu fahren, weil wir haben eine Alternative. Wir müssen den Leuten nicht verbieten, rauszugehen, weil wir haben andere Möglichkeiten. Wir müssen nicht verbieten, zu heizen oder was auch immer. Also nein, es gibt da in der Tat ja genügend andere Instrumente. Und bevor man in die Grundrechte eingreift, da muss schon sehr, sehr viel passieren. Und die Grundrechtsänderungen, die brauchen wir halt jetzt, ja. Ist so, aber das ist nichts, was man bei der Klimakrise wirklich anwenden muss. Man kann beherzt und konsequent handeln. Also da stehst du schon auch dazu, was im Moment geschieht, oder was würdest du im Moment anders machen, wenn du Bundesregierung wärst und da jeden Tag auftreten dürftest? Was ich anders machen würde, wäre auf jeden Fall vielmehr danach zu schauen, wie es eigentlich den Leuten geht, die nicht so im Fokus sind. Ich habe jetzt viel mit Künstlerinnen und Künstlern geredet, mit so Solo-Selbstständigen, aber übrigens auch nicht nur den Künstlern und Kulturschaffenden, sondern auch denen, ich sage dann immer die mit dem Rot-Weiß-Band, ne? Die da irgendwie noch dahinter sind und irgendwie dafür sorgen, dass die tolle Konzerte machen können und so weiter. Ich hätte denen sofort mit einem Rettungsschirm geholfen, weil ich glaube, dass eine Gesellschaft ohne Kunst und Kultur, das will ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das hat mit Demokratie dann auch nichts mehr zu tun, wenn wir da ausgetrocknet sind. Ich habe auch den Eindruck, dass die Bundesregierung bei dem, wie geht es eigentlich den Kindern in unserem Land, wirklich nur so, die betrachten das so nach dem Motto, wann können denn die Prüfungen gemacht werden? Und mag sein, dass für viele Leute Prüfungen wichtig sind, das will ich jetzt gar nicht wegdiskutieren, aber erstmal ist ja wichtig, dass die Kinder irgendwie diese Zeit überstehen. Ja. Und jetzt sind manche Familien, da klappt das super und die freuen sich sogar, dass sie mal so viel Zeit miteinander verbringen können. So nach fünf Wochen mit Hausaufgaben machen müssen, wird es dann auch eng, ne? Genau. Es wird in den besten Familien gerade eng und das darf man nicht vergessen. Aber in den nicht besten Familien, also ich will jetzt gar nicht sagen, das sind irgendwie Eltern, die blöd sind, sondern wenn da 3-4 Kinder sind in einer 60 Quadratmeter Wohnung, dann ist das eine wahnsinnig schwierige Situation. Ja. Und nicht alle haben Mathe studiert und können dann jemanden in der 8. Klasse da wirklich bei helfen. Und mit einem Säugling und einem 8-Jährigen ist es alles nicht lustig. Wir haben ja immer so regelmäßige Gespräche, auch mit der Kanzlerin. Und haben jedes Mal die Situation der Kinder dort adressiert. Und mich regt es schon auf, dass wir an alle intensiv denken und an die nicht. Und es gibt halt noch diese zweite Gruppe, die mich sehr bewegt. Das sind so die Pflegebedürftigen, die da in ihren Heimen jetzt sitzen und keinen Kontakt mehr haben. Klar. Das kann man organisieren. Also dann kann man halt irgendwie, es gibt in allen, den allermeisten Einrichtungen, gibt es irgendwie einen Lieferanteneingang. Und es gibt ja häufig sowieso extra Zimmer für Aussegnung oder sowas. Es ist, da brauchen die vielleicht ein bisschen Geld und sie brauchen diese Schutzkleidung. Und das ist was die Regierung wirklich verbaselt hat, das sich rechtzeitig drum zu kümmern. Das wusste man sehr früh und es hat nicht funktioniert und funktioniert ja bis heute nicht. Und wir brauchen die in den Schulen, wir brauchen die in den Kitas, wir brauchen die in den Pflegeheimen auch für die Besucherinnen und Besucher. Und du hast ja gefragt, was würde ich anders machen. Das hätte ich, glaube ich, schon sehr viel früher anders gemacht. Jetzt hast du netterweise die Künstler und die Kultur genannt, zu denen ich mich erzähle und wo ich es auch voll abkriege. Es gibt aber natürlich auch noch Hoteliers, Tourismus. Es gibt noch einige. Ich meine, Lehrer, Beamte haben kein Problem, Lebensmittel auch nicht und so weiter. Und das ist eigentlich nach dem Zufallsprinzip, tragen bestimmte Bereiche die Kosten und andere nicht. Ist das gerecht? Nee, du hast es ja vorhin schon mal gesagt, ne? Wir haben eine neue Spaltung der Gesellschaft, finde ich. Eine zufällige eigentlich. Also und zwar eine zufällige, genau, eine neue, eine zufällige. Jetzt ist die alte nicht besser als wir. Ne? Also es ist nicht besser, dass es Leute gibt, die schon arm waren und übrigens jetzt auch arm bleiben, die auch jetzt keine Tafel haben, wo sie hingehen können, um Mittagessen zu bekommen oder so. Und gleichzeitig haben wir eine Spaltung in die Leute, die nach wie vor irgendwie ihr Geld mehr oder weniger vollständig aufs Konto überwiesen kriegen und häufig auch viel arbeiten und so. Und diejenigen, die gerne sehr viel arbeiten würden und das nicht können, weil die Maßnahmen, die der Staat ergriffen hat, und das ist ja wichtig dabei, es ist ja nicht überall eigenes Versagen. Es gibt immer auch, was weiß ich, Läden, die auch sonst irgendwie jetzt das nicht überstanden hätten, auch ohne Corona. Das wissen wir nicht so genau im Einzelnen. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass der Staat Entscheidungen getroffen hat, treffen musste
und davon jetzt viele auch ökonomisch die Konsequenzen zu tragen haben. Und ich finde, darum muss sich Staat dann auch entsprechend kümmern. Und dann da sind irgendwie ganz viele Ideen gefragt. Jetzt werden wir wahrscheinlich nicht jede Kneipe retten können. Das wird nicht passieren, aber trotzdem müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wenn das rum ist oder wenn wir weitere Lockerungen haben, in welcher Welt wollen wir leben? Ich möchte dann gerne in einer Welt leben, wo es immer noch das kleine Kaffee an der Ecke gibt und wo nicht nur die großen Ketten überlebt haben. Und das gilt für den kleinen Laden ganz genauso. Diese Ungerechtigkeit ist ja nicht nur ungerecht für die Leute, das ist schlimm genug, sondern es ist ja auch sehr, sehr relevant für die Welt, in der wir dann leben und für die Innenstädte, in denen wir sind. Und darüber denken wir gerade intensiv nach, dass es so einen Rettungsschirm auch geben muss für die Kommune. Es gibt ja in der Bibel einen schönen Satz, der heißt, prüfet alles und das Gute bewahret. Und mit dem Guten, da gibt es ja sowieso sehr viele Philosophien darüber, was jetzt das Gute ist. Aber jetzt anzuschauen, was hat es eigentlich mit uns gemacht, dass wir so viel Platz draußen hatten und so wenig Verkehr, und unsere Innenstädte anzuschauen, daraufhin gibt es da noch Kneipen, Restaurants, gibt es da noch Bars, gibt es da noch Kinos, kleine Kinos, gibt es da noch Läden, oder ist das alles nur noch mit großen Ketten, die dann wahrscheinlich irgendwann sich alle mit Amazon zusammentun müssen, weil die sind diejenigen, die ja wirklich wahnsinnig profitieren und unfassbar viele Gewinne machen. Was natürlich im Moment gerade auch in Künstlerkreisen stark kommt, und ich weiß, dass du da kritisch bist, vielleicht kannst du das trotzdem kurz nur eine Stellungnahme dazu sagen, ist natürlich dieses bedingungslose Grundeinkommen. Da habe ich mich auch mal mit Götz Werner unterhalten vor längerer Zeit. Das ist natürlich so ein Moment, im Moment, wo sowas aufpoppt und so eine Idee plötzlich wieder ganz attraktiv wird. Wenn jeder von uns 1.000 Euro hätte, dann hätten wir viele Probleme weniger jetzt gerade. Ne? Was sagst du im Moment dazu, Corona, unter dem Eindruck von Corona? Also im Grunde genommen sind ja diese Rettungsschirme so gedacht, also zum Beispiel, dass man jetzt Grundsicherung bekommt ohne Vermögensanrechnung. Das ist ja im Grunde genommen so eine Form in so einer Krise, die ich vollkommen richtig finde, dass man nicht erst alles aufbrauchen muss und sein Haus verkaufen und so. Meine Sorge bei dem bedingungslosen Grundeinkommen ist, dass es bedingungslos ist und das heißt, dass es dann keine Bedingungen mehr an den Staat und die Gesellschaft stellt. Also ich mache schon sehr, sehr lange Sozialpolitik und ich weiß einfach, dass Leute, die Gesellschaft nicht mehr sieht, weil sie nicht mehr kommen, weil sie mit jemandem, der hoffentlich vernünftig und anständig mit ihnen umgeht, das ist ja in der Tat ein Problem, darüber reden müssen, was mit ihrer Leistung ist und also mit ihrem Geld, was sie bekommen oder nicht bekommen, welche Möglichkeiten sie haben für Fort- und Weiterbildung oder für eine Hilfe hier und da. Das ist für mich der alles entscheidende Punkt. Also eigentlich Kontakt, ja, worüber wir jetzt gerade so viel reden. Dass wir nicht Leute aus dem Blick verlieren. Natürlich wäre es für Künstlerinnen und Künstler, die super mit sich und ihrem Leben und ihrer Kunst zurechtkommen, eine großartige Idee. Und für viele andere auch. Aber ich, also die Allerschwächsten, auf die wir gucken müssen und die wir erreichen müssen, ich glaube, für die ist es gefährlich. Und das ist für mich der Hauptpunkt, warum ich da kritisch bin. Ich habe noch zwei Fragen, die aus meiner Insta-Umfrage ich interessant fand. Das eine, weil es Corona direkt betrifft und ja, in grünen Kreisen auch Impfgegner immer wieder zu finden sind. Ich weiß nicht, ob du da so spontan darauf reagieren magst. Ja, das wird ja schwierig, wenn die Leute dann sagen, sie wollen sich nicht gegen Corona impfen lassen, oder? Ja, das wird schwierig, aber ich glaube ehrlich gesagt, all diese Maßnahmen sind immer freiwillig 10-mal besser und unter bestimmten Bedingungen, als wenn man Leute dazu zwingt. Und das heißt aber eben auch, dass Leute, die sich nicht impfen lassen, dann bestimmte Konsequenzen tragen müssen und dann wahrscheinlich manche Sachen nicht machen können, die andere machen können. Das wird vermutlich so sein. Und noch eine Frage, die aktuell die Schüler betrifft. Das kriege ich ja auch mit. Das ist halt echt schon eine krasse Situation gerade. Es fallen eben hier zum Beispiel in Berlin die Prüfungen weg für den mittleren Schulabschluss. Und ich werde immer wieder gefragt, was ich vom Durchschnittsabi halte. Nun kenne ich mich da gar nicht so toll aus, aber eine Frage ist auch immer, was du vom Durchschnittsabi hältst und warum es da keine einheitliche grüne Position gibt in den Bundesländern. Ja, weil das halt Landessache ist und weil wir den Föderalismus haben. Auch die Grünen haben den Föderalismus. Und so weiter. Auch die Grünen haben den Föderalismus und ich bin natürlich auch grundsätzlich immer total für den Föderalismus. Ich kann dir sagen, was ich davon halte. Ich glaube, wir haben im Moment gerade, das geht nicht nur um das Abi, es geht um alles, wo es um weiterführende Sachen geht. Also die Grundschüler in Berlin und auch anderswo
die jetzt, wenn die Schule nächste Woche wieder anfängt, damit konfrontiert sind, dass jetzt alles zählt, was sie im Homeoffice mit ihren Eltern, im Homeschooling mit ihren Eltern gemacht Oh haben. ja. Ich kenne Leute, die sich dann fragen, ja, geben wir jetzt diese Englischarbeit, die du zu Hause geschrieben hast, mit den Fehlern ab, die du gemacht hast, oder korrigieren wir als Eltern nochmal dieses Na oder klar. jenes? Und dann gibt es halt Eltern, die das können, und dann gibt es Eltern, die das sowieso nicht können, und dann wissen wir, dass es total auseinanderclasht. Und deswegen habe ich relativ früh gesagt, ich glaube, es ist super, dass Eltern diesen Wahnsinnsjob machen, und sie sind echt auch Helden, nicht nur die Krankenschwestern und Pfleger und Verkäuferinnen und Genau, Kassiererinnen, genau. aber wir sollten es nicht für Noten zählen lassen. Punkt. Und das gilt eben dann auch für die Prüfung. Und deswegen glaube ich, wäre das eine gute Lösung zu sagen, man macht jetzt entweder ein Durchschnittsabitur oder man nimmt einfach die Noten vom letzten halben Jahr und sagt, die erkennen wir jetzt an. Vielen Dank. Mein Akku blinkt. Hab deine Zeit aufgebraucht. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder, auch persönlich. Das wäre toll. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Interview gefallen. Wenn ja, lasst mir unbedingt ein Abo da, aktiviert die Glocke, kommentiert gerne, was für weitere Gesprächspartner ihr hier sehen möchtet auf diesem Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer dieser Dad.